Großen Jubel löste ein Telefonanruf von Barney bei Robert, Stubbs und Dina aus, mit dem er sie einlud, die Osterferien bei ihm in Rumlington zu verbringen. Sie waren sofort Feuer und Flamme. Und sie konnten es kaum erwarten, dass es endlich losging. Im Abteil ist noch Platz. Warte, Robert. Ich mach die Tür auf. Ja. Sind diese Plätze noch frei? Ja, sind sie. Danke. Mhm. Wer sitzt am Fenster? Lümmel. Ja, natürlich. Er hat eine Schwäche für vorbeiziehende Landschaften. Wollen wir ihm nicht das Vergnügen gönnen? Ja, ja. Okay, der Gute hat schließlich auch Ferien und soll ein bisschen Spaß haben. Ich setze mich hier drüben hin. Einverstanden. Sollen Sie das Fenster aufschließen? Sieht es? Stubbs, bitte hilf mir mal, den Koffer ins Netz zu heben. Gern. Das wäre geschafft. Darf ich Ihren Koffer auch? Lass den Koffer los. Hände weg, aber sofort. Na, hören Sie mal. Stubbs wollte Ihnen den Koffer doch nicht wegnehmen. Wir wollten Ihnen nur helfen. Lass mich in Ruhe. Zwei Stationen später stieg der Fremde aus. Und Robert, Stubbs und Dina atmeten auf. Dieser Mann war ihnen unheimlich gewesen. Und schon eine halbe Stunde später fuhr der Zug in Rumlington ein. Stürmisch begrüßten die drei Feriengäste ihren Freund Barney und sein Äffchen Miranda. Hallo, Barney. Hallo. Barney, hattest du nicht gesagt, dass dein Vater uns auch abholen will? Wo ist er denn? Wir haben ihn ja noch gar nicht begrüßt. Mein Vater konnte nicht mit zum Bahnhof kommen. Es tut ihm leid. Er hat sich so auf euch gefreut. Wir auch. Wir freuen uns auch sehr. Du hast wirklich einen ganz tollen Vater. Ja, das ist wahr. Wenn ich noch an die Zeit denke, wo ich mit meinem Zirkus von einem Ort zum anderen gezogen bin und überall gehofft habe, meinen Vater zu treffen. Und du überhaupt nicht wissen konntest, ob ihr euch da noch verstehen würdet oder nicht. Das stimmt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie elend ich mich manchmal gefühlt habe. Und wo ist dein Vater jetzt? Er musste zur Polizei. Was? Zur Polizei? Wieso denn? Was soll denn dein Vater bei der Polizei? Er wird vernommen. Auf der Polizeiwache. Auf der Polizeiwache? Das hört sich ja an, als ob dein Vater etwas verbrochen hätte. Ausgerechnet dein Vater. Er kann das auch nicht verstehen. Er hat gleich zu den Polizisten gesagt, dass es ein Irrtum sein muss. Er wollte zuerst gar nicht mitgehen. Richtig. Fehlt ja gerade noch, dass die Polizei den berühmten Schauspieler und Theaterdirektor Martin verdächtigt. Aber was sollte er machen? Er musste doch mitgehen. Sonst wäre es Widerstand gegen die Staatsgewalt gewesen, oder wie das heißt. Und warum? Ich meine, was wollte die Polizei von ihm? Mein Vater stand in einem Kaufhaus an der Kasse. Er wollte gerade bezahlen, da stand plötzlich ein Polizist neben ihm und tippte ihm auf die Schulter. Kommen Sie mit, hat er nur gesagt. Inzwischen ist er sicher längst wieder zu Hause. Ich weiß nicht, mir ist plötzlich schlecht. Hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert. Ach, was, bestimmt nicht. Kommt mit, wir fahren jetzt zu uns. Als Barney mit seinen Freunden nach Haus kam, war sein Vater da. Freudig begrüßte er sie an der Haustür. Herr Martin, wir freuen uns ja so, dass Sie uns eingeladen haben. Es ist wirklich stark hier bei Ihnen. Das freut mich aber. Ich werde alles tun, dass ihr es gut bei mir habt. Elsa hat die Speisekammer schon bis oben hin gefüllt. Bestimmt hat Barney Ihnen erzählt, dass Stubbs so gefräßig ist. Wenn er mal mit Essen angefangen hat, kann er nicht mehr aufhören. Man betrachtet nur seinen Bauch. Ich merke schon, ihr habt euch nicht verändert. Noch immer zu Späßen aufgelegt. So ist's richtig. Das bringt Leben in unser Haus. Aber nun kommt endlich herein. Danke, Herr Martin. Ich hab dich noch gar nicht gefragt, wie es bei der Polizei war. Haben Sie dich verhört? Oder was wollten die eigentlich? Später, Barney. Oh, bitte, Papa. Bitte. Na schön. Ihr gibt ja doch keine Ruhe. Die Polizisten haben mich verdächtigt. Verdächtigt? Dich? Aber wieso denn? Ich soll Banknoten gefälscht haben. Banknoten gefälscht? Das ist ja fantastisch. Ich habe mich schon lange gefragt, wie so etwas eigentlich gemacht wird. Tja, das kann ich dir leider auch nicht sagen, Stubbs. Ich hoffe nur, dass ich den Leuten auf dem Kommissariat glaubwürdig bewiesen habe, dass ich kein Geldfälscher bin. Wie kommen die denn überhaupt auf so eine Idee? Nun, da gibt es ein paar Gründe, Robert. Erstens, Barney und ich leben erst seit kurzem in dieser Stadt. Und Fremde sind immer verdächtig. Tja, und dann... Und dann? Eine handfeste Sache. Die Banknote, mit der ich im Kaufhaus bezahlen wollte, war gefälscht. Die Kriminalbeamten haben also nur ihre Pflicht getan. Sie sind schon seit Monaten hinter einer Bande her, die gefälschte 50-Pfund-Noten in Umlauf bringt. Üble Geschichte. Bei mir haben sie gleich zwei falsche Noten gefunden. Sehr gute Fälschungen übrigens. Die Polizei sagt, damit kann die Bande Millionen verdienen. Falls sie nicht vorher geschnappt wird. Im Raum von Rumlington sind die meisten falschen Noten aufgetaucht.
Donnerwetter, wie aufregend. Ah, ich sehe schon, wir werden keine ruhigen Ferien haben. Na, lasst euch nicht einfallen, euch um die Notenfälscher zu kümmern. Das wäre wohl kaum die richtige Ferienbeschäftigung für Kinder. Überlasst das mal der Polizei. Oh. Ihr würdet mit eurem übertriebenen Eifer den Argwohn der Polizei gegen mich nur vergrößern. Und das wäre nicht gut. Natürlich diskutierten Barney, Stubbs, Robert und Dina ausführlich über das Falschgeld und die Fälscherbande, aber es geschah in den nächsten Tagen nichts, was die Lage veränderte. Doch dann durften die Kinder die Requisite besichtigen, jenen Raum, in dem die vielen Kostüme aufbewahrt werden, die man am Theater benötigt. Ach, toll, einfach toll. Sieh doch mal diese Ritterrüstung an. Und den Dolch hier. Wenn man damit zusticht, verschwindet die Klinge im Handgriff. Sieht ganz gefährlich aus. Das ist ja wirklich unheimlich stark. Freut mich, dass es euch gefällt. Passt auf, ich zeige euch mal eine komplette Polizeiausrüstung mit Funkgerät und... Der Beleuchter. Entschuldigen Sie, Herr Martin. Der Herr ist da, der die Kostüme kaufen will. Welcher Herr? Er war vor 4 Wochen schon einmal da. Er hat damals ein Kostüm gekauft, für das wir keine Verwendung mehr hatten. Ah ja, ich erinnere mich. Entschuldigt mich, Kinder, ich bin gleich wieder da. Sollen wir gehen? Wir wollen nicht stören. Nein, nein, bleibt nur. Mensch, hier ist es vielleicht toll. Am liebsten würde ich den ganzen Tag hierbleiben und Kostüme anprobieren. Ach, hier, verrückt. Da steht ein richtiges Auto. Ob das auch fährt? Nein, das läuft auf Schienen. Aber vom Zuschauerraum sieht es so aus, als ob es richtig fährt. Da hinten noch mal in dem Schrank, diese... Hör doch mal. Was ist denn? Sag dir nichts. Hör doch mal genau hin. Kommt euch die Stimme nicht irgendwie bekannt vor? Ich hab's. Ich weiß. Nicht so laut. Sag schon. Es ist der Mann, der mit uns im Zug gesessen hat, als wir nach Warmington fuhren. Wirklich? Dieser komische Mann mit der Tasche, die wir nicht anfassen durften? Genau der. Wir können ja gleich mal nachsehen. Halt, bleib hier. Wir dürfen uns nicht zeigen. Wenn es sich nun um einen Gangster handelt. Vielleicht um einen, der was mit der Fälscherbande zu tun hat. Ach, du spinnst. Das wird sich zeigen. Wisst ihr was? Wir verfolgen ihn. Wir müssen wissen, wohin er geht. Wollt ihr mir nicht endlich sagen, wovon ihr eigentlich redet? Mann, Barney, die Geschichte kennst du ja noch gar nicht. Also hör zu. Barney war auch dafür, den Mann im Auge zu behalten. Für eine Verfolgungsjagd war er ebenso zu haben wie die anderen. Und kaum war der geheimnisvolle Besucher aus dem Theater, als sich die Kinder auch schon an seine Fersen hefteten. Sie verfolgten ihn bis in die Einkaufsstraße. Wo ist er geblieben? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist in das Geschäft dort gegangen. Da, er kommt schon wieder heraus. Achtung! Er kommt hierher. Wir müssen uns verstecken, er darf uns nicht sehen. Quatsch! Wir bleiben, wo wir sind und sehen uns die Schaufenster an. Glaubst du, dass der auf 2 kleine Jungen achtet, die sich Angelruten ansehen? Also, ich bin zwar nicht gerade ein Riese, aber ein kleiner Junge bin ich nun auch. Schon gut, schon gut. Psst, er kommt. Ich habe eine Idee. Wir müssen unbedingt herausfinden, was er gekauft hat. Richtig. Er ist vorbei. Ich mach das. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Gut, aber beeil dich, sonst entwischt er uns. Er geht zur Bushaltestelle und wartet auf einen Bus. Bis der kommt, bin ich wieder hier. Ach, red nicht, lauf los. Bin schon unterwegs. Barney behielt recht. Er war zurück, bevor der Bus kam. Nun, Barney, was hat er gekauft? Er war beim Optiker. Er hat eine Lupe gekauft. Eine Lupe? Was soll das? Keine Ahnung. Da, der Bus kommt. Er steigt ein. Kannst du lesen, wohin der Bus fährt? Ja, da steht nach Galgenberg. Galgenberg? Komischer Name. Das hört sich richtig gruselig an. Wollen wir mitfahren? Ach, ist schon zu spät. Der Bus fährt ab. Ach, nichts. Wir wissen ja, wohin er fährt. Für Dina, Robert, Stubbs und Barney bestand nicht der geringste Zweifel, dass sie nach Galgenberg fahren mussten. Dazu waren natürlich einige Vorbereitungen nötig. Es musste zum Beispiel ein ausreichend großer Picknickkorb zusammengestellt werden. Dann aber ging es los. Sie stiegen in den Bus. Mach doch!
Ich weiß nicht, ob ich den Gorilla da mitnehmen kann. Gorillas sind in der Dienstordnung nicht aufgeführt. Aber es ist kein Gorilla. Es ist ein kleiner Gibbon. Miranda ist ganz zahm. Gibbon? Den Namen habe ich noch nie gehört. Springt er mir auch während der Fahrt nicht ins Genick? Bestimmt nicht. Ich nehme Miranda immer mit. Sie hat noch nie etwas getan. Ich kann dir auch den Fahrpreis für sie bezahlen. Nicht nötig. Kleinvieh gilt nicht als Fahrgast. Kleinvieh? Miranda und Kleinvieh. Komm, setz dich und halt den Laden nicht auf. Komm, Miranda. Unerhört. Miranda ist doch kein Kleinvieh. Der Busfahrer hat recht. Ach, setzt euch lieber, damit es losgehen kann. Na gut. Es geht schon los. Auf der Fahrt nach Galgenberg hielt der Bus viermal. Immer einsamer wurde es auf dem Weg nach dem Ort mit dem seltsamen Namen. Ganz selten sah man ein Bauernhaus oder eine Schäferhütte. Der Bus leerte sich von Station zu Station mehr. Und schließlich waren die Kinder die einzigen Fahrgäste. Wohin wollt ihr eigentlich? Nach Galgenberg. So, so, nach Galgenberg. Dann passt mal schön auf, dass ihr euch nicht verlauft. Da gibt es nicht sehr viele Straßen. Da ist eigentlich nur Heidekraut. Man kann sich leicht verirren. Ich habe einen Kompass. Was wollt ihr denn in Galgenberg? Wir machen Ausflug, weil heute so schönes Wetter ist. Vielleicht treffen wir unterwegs eine Schafherde. Ich habe noch nie ein kleines Osterlamm gesehen. Wirklich? So ist das mit den Stadtkindern. Die wissen gar nicht mehr, was in der Natur so alles los ist. So, da wären wir. Gestern haben Sie auch jemanden nach Galgenberg gefahren. Ein Mann mit Bart. Erinnern Sie sich? Ein Mann mit Bart? Wann soll das gewesen sein? Mittags, gegen 12. Er hatte ein großes braunes Paket bei sich. Ja, stimmt. Der ist auch nach Galgenberg gefahren. War mein einziger Fahrgast auf der letzten Station. Ein komischer Kerl. Nicht wahr? Er hat kein einziges Wort mit mir gewechselt. Und beinahe hätte er noch sein Paket im Bus liegen lassen, wenn ich es ihm nicht noch nachgetragen hätte. Nicht einmal Danke, hat er gesagt. Wissen Sie, wo er hingegangen ist? Keine Ahnung. So, und nun ist Schluss. Aussteigen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mit dem letzten Bus zurück. Wiedersehen. Dann seid mal schön pünktlich. Ich warte nicht. Ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben, wanderten die Kinder in die Heide. Ach, seht mal, eine Schafsherde. Oh, tatsächlich. Wollen wir hingehen? Na klar. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Schafe gesehen. Ob auch kleine Lämmer da sind? Keine Ahnung. Ruhig, Lümmel. Du bist doch kein Schäferhund. Lümmel, hier bleiben! Stups, lauf hinterher! Da bin ich mal gespannt, ob Lümmel gehorcht. Das wäre das erste Mal. Kommt, wir laufen auch zu den Schafen. Die Picknicksachen lassen wir hier, die klaut keiner. Lümmel, hierher! Hierher! Nein, bitte. Habt ihr gesehen, wie mein Hund pariert? Ja, er gehorcht aufs Wort. Aufs 10. oder 12. Sehr nett. Und seht mal da, wie süß, ein kleines Lämmlein. Ja. Es hat ganz zittrige Beine. Ich möchte bloß wissen, wo der Schäfer ist. Ich kann ihn nirgends sehen. Vielleicht macht er ein Nickerchen. Da müssten aber die Schäferhunde da sein. Komm mal her, Barney. Schnell. Was ist denn? Hier liegt ein Schaf auf dem Boden. Es stöhnt so. Ich glaube, es stirbt. Oh, wie schrecklich. Wir müssen etwas tun, Barney. Es stirbt nicht. Ich glaube, es bekommt ein Junges. Da ist der Schäfer. Er kommt hierher. Hallo. Hallo, kommen Sie. Ach, der Schäfer muss uns helfen. Sie müssen uns bei der Geburt helfen. Woher weißt du, dass es eine Geburt ist? Das kann man doch sehen. Dem Schaf geht's schlecht. Sie müssen helfen. Den Mund halten. Lass mich mal sehen. Was machen Sie denn da? Sie erdrücken das Tier ja. Wenn du so schlau bist, dann sag doch, was man machen muss. Sie sind doch der Schäfer. Sie müssen es doch am besten wissen. Gut, ich weiß das schon. Hast du gedacht, ich kann kein Lamm zur Welt bringen? Guck mal, da kommen die kleinen Hufe raus. Los, Robert. Fass mit an. Wir müssen ziehen. Ziehen? Ja, ziehen. Aber vorsichtig. Jetzt. Ziehen, los! Gleich ist es draußen. Warte. Gleich presst das Schaf wieder. Jetzt! So. Ja. Schnell, wir müssen es abreiben. Holt mal Heidekraut. Oh, wie süß es lebt. Seht mal, wie goldig. Das war toll von dir, Barney. Das hätte ich nie gekonnt. Das habt ihr sehr gut gemacht, Kinder. Wirklich. Sonst wäre das Schaf gestorben.
Ich muss mich erst mal waschen. Gibt es hier einen Bach in der Nähe? Oder vielleicht kann ich mich in Ihrer Hütte waschen. Nein, nein, in meine Hütte kommt ihr nicht. Auf keinen Fall. Gebt mal das Lamm her. So. Ich muss mich um die anderen Tiere kümmern. Ich habe keine Zeit mehr. Er haut einfach ab. Mir hätte er gar nicht gefallen. Wie grob der zu dem Schaf war. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich glaube, dass der Schäfer nicht echt ist. Nicht? Ihr habt gesehen, wie unsicher er war, als wir ihm das Mutterschaf gezeigt haben. Er wusste doch überhaupt nicht, was er machen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein richtiger Schäfer sich so benehmen würde. Habt ihr seine Hände gesehen? Das ist mir gleich aufgefallen. Der hatte gar nicht solche Hände, wie man sie sich bei einem Schäfer vorstellt. Alt und schrumpelig, mit dunklen Rändern unter den Fingernägeln. Ja. Und der Bart war vielleicht auch falsch. Der Mann im Theater, der bei deinem Vater das Kostüm gekauft hat. Ob der das war? Zog auf, sodass die Kinder einen Unterstand suchen mussten. Was lag näher für sie, als in das Gasthaus von Galgenberg zu gehen? Zumal ein großes Schild davor verkündete, dass es hier Eis gab. Wollen wir uns an den Tisch setzen? Den am Fenster? Ja. Einverstanden. Na, was kann ich euch bringen? Haben Sie Eis? 4-mal gemischte Portionen. Oh ja, gut, das ist gut. 4-mal gemischt. Habt ihr schon gesehen? Hinten sitzt sogar ein Pastor. Das finde ich komisch. Ein Pastor in der Gastwirtschaft. Warum denn nicht? Also ich weiß nicht. Komisch finde ich es ja doch. Er kommt hierher. Nun, ihr lieben Kinder, habt ihr euch gar nichts zu essen bestellt? Doch, Eis. Ich nehme an, das kommt gleich. Eis. Das ist gut. Als ich so alt war wie ihr, da habe ich auch Eis gegessen. Ah, ein Äffchen ist auch dabei. Gehört es dir, mein Junge? Ist es gefährlich? Überhaupt nicht. Miranda ist genauso gefährlich wie ein Stofftier. Komm, Miranda, sag dem Herrn Pastor schönen guten Tag. Wie niedlich. Sehr reizend. Wirklich. Ihr habt wohl einen Ausflug gemacht? Ja, wir waren auf dem Galgenberg und haben dort Picknick gemacht. Aber dann kam der Regen und wir mussten Hals über Kopf flüchten. Und jetzt wartet ihr auf den Bus? Ihr seid aus Ramlington, nehme ich an? Genau, der Bus zurückfährt um 4:45. Ob ihr mir wohl einen Gefallen tun und ein kleines Päckchen für mich mit nach Ramlington nehmen könntet? Hier in Galgenberg gibt es nämlich keine Post und dann könnte ich mir den Weg sparen. Klar, wenn Sie uns sagen, wo wir das Paket abgeben sollen. Es ist nur ein Päckchen, wirklich ganz leicht. Hier ist es. Nehmen Sie es her. Ihr braucht es nur bei der Post abzugeben. Ich nehme an, es wird 30 Schilling kosten. Die Adresse steht drauf. Ihr braucht es also nur abzugeben. Dafür würde ich euch auch ein Eis spendieren. Hier sind 40 Schilling für das Päckchen. Das reicht bestimmt. Vielen Dank für das Eis. Danke. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen. Ich weiß, mein Kindchen, ihr würdet mir den Gefallen auch ohne Belohnung tun, aber es macht mir Spaß, euch einzuladen. Möchten Sie vielleicht bei uns sitzen? Nein, nein, danke. Ich sitze da hinten. Ich habe mir etwas zu essen bestellt. Wirt, die Rechnung für die Kinder übernehme ich. Vielen Dank. Danke. Wir werden das Päckchen auch sofort in Ramlington zur Post bringen. Das ist nett von euch. Seht mal, ein Lastwagen kommt. Tja, was der für einen Schmutz macht. Bob Dickens Autowerkstatt steht drauf. Ich werd verrückt. Das ist doch der Fremde aus dem Zug. Ja. Und an den Tisch mit dir, Stups. Und pass auf, dass dein Hund sich nicht sehen lässt. Oh. Ich bin so verschwunden. Psst, Lümmel, ganz leise. Ein Schweinewetter ist das. Herr Wirt, ich möchte die Sachen abholen. Die für Bobs Autowerkstatt. Genau die. Ist alles fertig? Ja, ich habe belegte Brote fertig gemacht und kalten Braten. Und noch was zu trinken dazu. Hier sind die Sachen. Danke. Reicht das? Das reicht. Stimmt so, danke.
Oh, puh, Stups, du kannst wieder hervorkommen. Er ist weg. Er hat Proviant für mehrere Personen geholt. Wir müssen sofort hinterher. Hm? Vielleicht fährt er zum Schäferhütte. Geht nicht, Stups, der Bus ist dort. Und es ist der letzte für heute. Wir müssen nach Haus, wir können ja morgen wiederkommen. Okay. Als die Kinder nach Rumlington zurückkamen, ergab sich ein unerwartetes Problem. Die Post hatte schon geschlossen, sodass sie das Päckchen des Pfarrers nicht mehr abgeben konnten. Am nächsten Morgen sprachen sie noch einmal ihre Erlebnisse in Galgenberg durch, während die Polizei erneut erschien, um Barneys Vater zu verhören. Ich möchte wissen, was die Polizei meinen Vater so lange zu fragen hat. Das Verhör scheint beendet zu sein. Das wär's dann, Herr Martin, Sie hören von mir. Hier geht's hinaus. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ging's wieder um das Falschgeld, Papa? Ja, ich verstehe das nicht. Es klärt sich bestimmt bald auf. Du, wir wollten dich etwas fragen. Na, ich höre. Es geht um die Kostüme, die wir gestern bei dir im Theater angesehen haben. Da war doch ein Mann, der alte Kostüme gekauft hat, die er nicht mehr braucht. Stimmt genau, gestern war er ja auch wieder da. Ja, und da würden wir gern wissen, was das für Kostüme waren, die er gekauft hat. Lass mich mal nachdenken. Da war ein Krankenschwesternkostüm, eine alte Generalsuniform und dann der Hirtenmantel aus dem letzten Wintermärchen. Hirtenmantel? Wie sah er aus? Wissen Sie das noch? Natürlich. Dunkelbraun und ganz weit, wie ein Cape ohne Ärmel. Aber was soll das bedeuten? Och, nur so. Das hat uns interessiert. Du weißt nicht zufällig, ob auch so ein weicher, grauer Hut dabei gewesen ist? Doch, der war auch dabei. Ich weiß noch, wie wir den passenden Hut gesucht haben. Wir hatten ja vorher schon das Priestergewand herausgesucht, den schwarzen Talar mit dem weißen, steifen Kragen und... Priestergewand? Danke, Papa. Das ist ja nicht zu fassen. Was regt euch dabei denn so auf? Nichts weiter. Wir wundern uns nur darüber, dass jemand ein Priestergewand kauft. Das ist doch ungewöhnlich, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Na, bis später dann. Bis dann. Tschüss. Puh, bin ich froh, dass dein Vater uns allein gelassen hat. Das Päckchen. Wir müssen uns unbedingt das Päckchen ansehen. Wieso? Hier ist es. Wir haben uns noch nicht einmal die Adresse angesehen. Miss Pamela Fox. Buffalo Road, London West. Das hilft uns auch nicht weiter. Ihr meint, der Pastor war kein echter Pastor? Wenn er aber doch einer war, dann kommen wir in Schwierigkeiten, wenn wir das Päckchen öffnen. Wieso? Wir verschnüren es wieder ganz ordentlich und nehmen nichts heraus. Das mag doch keiner. Wenn der Pastor allerdings ein falscher Pastor ist, dann liegt in diesem Päckchen vielleicht etwas, das ihn überführt. Das Beweismittel. Ich wette, in diesem Päckchen steckt das Beweismittel. Oh, vielleicht sind es nur ein paar warme Socken und eine Nachtmütze für seine Großmutter. Ich tippe auf einen Osterhasen aus Stoff. Quatsch. Ich bin dafür, wir stimmen jetzt ab. Wer ist dafür? Ich. Ich auch. Und was ist mit euch, Robert, Nina? Wir sind dagegen. Ja. 2-2. Mhm. Glaubt ihr? Ihr habt aber übersehen, dass Miranda auch den Arm gehoben hat. Also mach schon auf, Stups. Aber vorsichtig. Also, ich beginne. Die Knoten habe ich schon geöffnet. Jetzt das Papier. So. Denkt daran, dass wir es wieder gut verschnüren müssen. Das Papier darf nicht einreißen. Noch eine Lage. Mann, ist das dick eingepackt. Vielleicht eine Porzellanfigur. Mhm. Ich werde verrückt. Komm, kneif mich mal, Dina, damit ich weiß, dass ich nicht träume. Geld! Ein dickes Bündel Geld. Lauter 50 Pfund Noten. Hurra, wir haben sie. Wir haben die Bande. Ich hab's ja gewusst, wir kriegen die Bande. Ich hab's ja immer gesagt. Der berühmte Stups als Meisterdetektiv. Vor ihm zittern die Gangster von ganz England. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Sei leise. Stell dir vor, Herr Martin kommt und sieht uns mit all dem Geld. Du hast ja recht, Robert. Es war dumm von mir. Ich habe noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen. Wollen Sie es zählen? Auf keinen Fall. Wir rühren nichts an. Wegen der Fingerabdrücke. Richtig. Die Polizei braucht sie als Beweis gegen die Fälscher. Und was machen wir jetzt? Wir gehen zur Polizei. Das Geld geben wir auf dem Revier ab. Klar. Was meint ihr, was die für Augen machen, wenn die so einen Batzen falscher 50er sehen? Blüten nennt man so etwas in der Ganovensprache. Ich weiß nicht. Was könnten wir denn der Polizei schon erzählen? Doch eigentlich nur, dass es einen verkleideten Pastor gibt. Und vielleicht einen Schäfer, der gar kein Schäfer ist. Stimmt.
Wir müssen das Hauptquartier finden. Die Fälscherwerkstatt. Also wenn ihr mich fragt, die ist in der Schäferhütte. Oder in der Autowerkstatt Bob Dickens. Erinnert ihr euch? Der Fahrer, der die belegten Brote aus der Gastwirtschaft holte. Ich habe gesehen, dass er dem Pastor ein Zeichen gemacht hat. Davon hast du ja gar nichts gesagt. Ich hielt es bis jetzt nicht für wichtig. Das Geld verstecken wir hier unter der Matratze. Und dann fahren wir nach Galgenberg und suchen die Fälscherwerkstatt. Und wenn wir wissen, wo die ist, rufen wir die Polizei. Prima, ja, wir machen das. Gleich am nächsten Morgen fuhren Barney, Robert, Stups und Dina wieder nach Galgenberg. Sie hatten beschlossen, die Autowerkstatt Bob Dickens und die Schäferhütte unter die Lupe zu nehmen. Dina und Robert suchten die Autowerkstatt. Barney und Stups machten sich auf den Weg zur Schäferhütte. Ihre Aufgabe galt als besonders schwierig, da die Hütte von 5 scharfen Hunden bewacht wurde. Dina und Robert glaubten, es leichter zu haben. Da ist die Werkstatt. Siehst du das Schild? Bob Dickens. Tatsächlich. Die haben wir schnell gefunden. Und nun? Wir gehen zur Rückseite der Werkstatt. Und vielleicht können wir durch ein Fenster gucken. Aber vorsichtig und leise. Keine Bange, mich hört man nicht. Hier entlang. Ja, prima. Vorsicht, tritt nicht auf den Müll. Schlimm sieht es hier aus. All die alten, verrosteten Autos. Sieh mal, Dina. Da ist sogar eine Tür an der Rückseite. Sie steht halb offen. Au! Ich habe mich an diesem blöden Draht geschnitten. Ich blute. Das ist nicht so schlimm. Nun komm, ich bind dir mein Taschentuch drum. So. Danke. Psst. Hörst du? Das sind Männer. Sie sprechen miteinander. Komm an die Tür. Betreten strengstens verboten. Das geht nicht für uns. Da steht ein altes Auto in der Halle. Und ein paar Motorräder. 2 Männer sind in einem abgeteilten Raum. Vorsicht, Robert, duck dich. Da kommt noch einer. Ja, los, runter. Da geht zu den anderen. Er lässt die Tür auf. Du wirst sehen, Bill. Wir kriegen noch mehr Schwierigkeiten, wenn wir hier nicht bald Schluss machen. Okay, Bob, ich hatte es dir versprochen. In 2 Stunden ist der ganze Kram abgebaut. Dann erkennt kein Mensch mehr, was hier gestanden hat. Das ist doch der Fremde aus dem Zug, oder? Ja, das ist er. Das war die letzte Ladung. Hier, Bill, die Lupe. Kannst dich selbst überzeugen. Sie sind täuschend echt geworden, wirklich. Die kann kein Mensch von richtigen unterscheiden. Die Lupe, verstehst du? Deshalb hat er die Lupe gekauft. Damit haben sie die falschen Banknoten überprüft. Und wenn alles nach Plan geht, dann haben wir die Blüten spätestens in einem Monat in echte 50er umgetauscht. Der Trick mit der Bank ist wirklich gut. Komm, wir verschwinden. Ja, wir haben genug gehört. Leise. Nein, warte mal. Na du, Fred meldet sich, wieso das? Schalt mal ein, Bob. Ich bin schon dabei. Hier, Alpha 2. Hier, Alpha 2. Bitte kommen. Ein dringender Fall. Ich habe 2 Kinder erwischt, die hier in der Hütte herumspioniert haben. Einen Köter und einen Affen haben die dabei. Was soll ich tun? Behalte die Kinder so lange in der Hütte, bis wir kommen. In 2 Stunden haben wir den Kram hier abgebaut. Das Geld ist verstaut. Was dann mit den Kindern geschieht, werden wir sehen. Jetzt aber weg, schnell. War geschehen. Mit Mirandas Hilfe war es gelungen, nicht nur die 5 Schäferhunde, sondern auch den Schäfer von der Hütte wegzulocken. Danach hatten sich Stups und Barney in die Hütte geschlichen. Hoffentlich kommt der Schäfer nicht so bald wieder. Bestimmt nicht. Wir beeilen uns trotzdem. Irgendwo muss die Fälscherwerkstatt ja sein. Ob es hier einen Keller gibt? Niemals. Nur den Nebenraum da. Psst. Da ist ein komisches Geräusch. Hör doch mal. Ja, das hört sich so an, als ob da jemand ist, der einen Knebel im Mund hat. Wir schauen mal nach. Ich mach die Tür auf. Hallo? Ist da wer?
Da! Da liegt ein gefesselter Mann. Komm, wir nehmen ihm den Knebel ab. Sei vorsichtig. Er kann uns nichts tun. Er ist ja gefesselt. Ich nehme den Knebel raus. So, erledigt. Euch hat der Himmel geschickt. Ich dachte schon, ich werde nie mehr gerettet. Wer sind Sie? Ich bin der alte John vom Galgenberg. Der Schäfer. Wieso sind Sie gefesselt? Weil ich Sie überrascht habe, als Sie in der Autowerkstatt falsches Geld gedruckt haben. Sie haben mich überfallen und gefesselt, damit ich nichts verraten kann. Ach, verdammt. Also doch in der Autowerkstatt. Was zum Teufel treibt ihr hier? Spionieren wollt ihr? Natürlich, ich hab doch gleich gewusst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Na, wartet. Der falsche Schäfer hatte Stups und Barney überrascht. Nun war es zu spät zum Weglaufen. Sie beobachteten, wie der Geldfälscher über Funk die anderen Bandenmitglieder benachrichtigte. Dann mussten sie warten. 2 Stunden sind um. Die anderen müssten jetzt kommen. Und dann geht es euch an den Kragen. Da, das sind sie. Glaubt ja nicht, dass ihr weglaufen könnt. Lassen Sie mich. Was haben Sie mit uns vor? Das wirst du gleich erleben. Du wirst den Kindern nichts tun. Glaubst du vielleicht, wir lassen uns von ihnen das Geschäft versauen? Kommen Sie heraus. Verdammt. Sie sind umstellt. Polizei. Jeder Widerstand ist zwecklos. Kommen Sie sofort heraus. Ich gehe nicht raus. Ich gehe nicht raus. Es ist aus, Fred. Sie können sich selbst überzeugen. Machen Sie die Tür auf und sehen Sie heraus. Ihre Freunde haben bereits Handschellen um. Mein Vater ist draußen. Stups, mein Vater. Ein Glück. Wir sind gerettet. Robert und Dina haben ihn bestimmt angerufen und er ist mit der Polizei gekommen. Nun gib schon auf, Fred. Das Spiel ist aus. Ja. Es ist aus. Ich gebe auf. Ich gehe nach draußen. Und ich gehe mit. Komm, Barney. Jetzt bin ich den Schäfer los.